Ein Haufen Instagrammer und YouTuber bauen kleine Projekte, die werden nachher versteigert und die ganzen Einnahmen gehen nachher an einen guten Zweck. Und die Vorgabe war Eiche und Metall und ich bin so richtig spät dran. Hier habe ich ein Stück Eiche. Hier habe ich eine alte Schraubzwinge, die ist aus Stahl. Und daraus bauen wir jetzt was. Ja, dieses Jahr gehen übrigens die Einnahmen an den Förderverein für Spielplätze in Bischofsheim. Ja, die Versteigerung, die findet, glaube ich, Mitte März statt. Aber auf der Seite von Patrick, da erfährt ihr mehr. Und zwar ist das ZLH minus, ich weiß es nicht. Ich verlinke euch die auf jeden Fall unten. So, jetzt wäre ja eigentlich der Moment, wo ich meine Standbohrmaschine hier reinhieven würde. Ich weiß, das ist ganz schön unpraktisch, aber ich habe immer noch keine Werkbank gefunden, die da hinten hinkommt, wo dann ja meine Standbohrmaschine drauf soll. Ich habe eine Werkbank. Wörtchen reden über den Hashtag. Und zwar heißt das ZLH150 oder ZLH-150 oder ZLH-Challenge. Vielleicht sollten wir uns auf einen Hashtag einigen. Ja, ich habe das Ganze hier vorher geölt von innen, weil wenn ich das ja hier verleime, dann quillt mir hier immer der Leim raus. Und auch mit einem feuchten Tuch kriegt man das nie ordentlich richtig abgewischt. Das heißt, wenn ich das ja dann nachher öle, sieht man nachher trotzdem immer so, ja, weiße Flecken, sage ich jetzt mal. Oder Schatten, wie auch immer, wie man das nennt. Deswegen habe ich das jetzt hier vorher geölt und werde das jetzt hier von außen schleifen und dann ölen.
mir das hier vorgestellt und jetzt brauche ich noch ein paar schicke Bilder. Dafür muss ich das aufhängen und das machen wir drüben im Bastelzimmer. Ersteigern. Und zwar ist das 80 cm lang, 12 cm tief, ich gucke lieber nochmal nach, Moment, genau, 12 cm tief und 19 cm hoch. Ja, ich nenne es das Makerboard und das soll seinen neuen Besitzer immer daran erinnern, dass irgendwo ein Werkzeug auf ihn wartet. Und auf mich wartet meine Katze.